Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Frau Müller-Rech außerordentlich dankbar, dass sie sehr deutlich gemacht hat, erstens, und das teile ich auch mit dem Kollegen Ott, das teile ich mit der Kollegin Vogt, als erster Stelle nochmal den Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die in der Tat engagiert, kompetent und sehr zielorientiert arbeiten mit den Kindern in ihrer Vielfalt, unter den unterschiedlichen Bedingungen und die sehr genau darauf achten, und wie es aussieht, ob ein Kind schon in den kompletten Regelunterricht hinein kann oder ob noch zusätzliche Sprachförderung notwendig ist, die aber auch sehr genau sehen, dass Gemeinsamkeit in der Schule möglichst viel dazu beiträgt, eben gelingend Integration stattfinden zu lassen. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Und wenn Herr Seifen hier von einem menschenfreundlichen Antrag spricht und die AfD von Menschenfreundlichkeit, dann müssen wir alle sehr wachsam sein. Ich will das mal in der Kombination nehmen mit dem letzten Beitrag von Herrn Beckkamp zur Frage der Integrationsmittel vor Ort. Was hat er denn hier gesagt? Mittel für Geduldete bitte nicht in die Kommunen. Das ist überflüssig. Es geht doch hier um Abgrenzung. Es geht um Abschottung. Und das steckt genau auch in diesem Antrag der AfD drin. Das muss man sehr deutlich sagen. Und deswegen, dass Sie von Menschenfreundlichkeit sprechen, ist wirklich eine Zumutung. Das nächste ist, das haben die Kolleginnen auch schon darauf hingewiesen, wie durcheinander und fachlich unsauber dieser Antrag ist. Von wem reden Sie eigentlich? Von Ausländern, ausländischen Kindern, von Migranten und Migrantinnen? Das bringen Sie regelmäßig durcheinander und verwenden es auch gegeneinander, so wie es Ihnen gefällt und wie es genau in Ihre Zielrichtung einer negativen Emotionalisierung gegen Menschen passt. Sie zeichnen Bilder, Sie zeichnen bewusst Bilder und Sie hätten die Chance, andere Bilder wahrzunehmen. Ich will von zwei Schulen, die wie viele andere Schulen hervorragend arbeiten, genau das tun. Zwei Schulen in Nordrhein-Westfalen, die den Deutschen Schulpreis errungen haben, nämlich die Kleine Kielstraße in Dortmund, im Dortmunder Norden, die eine Migrantenquote, einen Anteil haben, der nahezu an die 100% heranreicht, wo die Leistung stimmt, wo sie umgehen gewinnend mit Vielfalt, wo das Schulklima stimmt und das vor allen Dingen in einem Stadtteil, der von Armut geprägt ist. Es ist nicht ausschlaggebend die Nationalität, es ist die Frage der sozialen Lage der Menschen. Das ist genau der Punkt, dem wir uns widmen müssen. Und deswegen brauchen diese Schulen Unterstützung und mehr Unterstützung, weil es geht darum, Stadtentwicklung zu machen, Stadterneuerung zu machen, da die Kompetenzen von Jugendhilfe, von Familienhilfe, von Sozialhilfe, der Arbeitsagentur zusammenzubringen. Das wissen wir alle von der kommunalen Ebene. Das ist die Herausforderung, um diese Unterstützungsstruktur dann auch zu gewährleisten, um den Kindern alle Chancen zu geben. Und diese Schulen leisten genau diese Herausforderung und führen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund wirklich zu hervorragenden Ergebnissen. Schauen wir uns das Genoveva-Gymnasium in Köln an. Vielleicht hätten Sie für die Umsetzung in Ihrer Schule, Herr Seifen, da mal hospitieren sollen. Das wäre doch vielleicht eine Maßnahme gewesen. Dann hätten sich Fragen ein Gymnasium, das 70% Migrantenquote, ich finde das Wort eigentlich unmöglich. Ja. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, was definiert sich denn dadurch? Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber dieses Gymnasium hat auch den Schulpreis erhalten, den Deutschen Schulpreis, weil sie so gelingend und so gut umgehen mit der kulturellen Vielfalt, mit der Vielfalt in der Herkunft und weil auch dort Leistung stimmt an diesem Gymnasium und Kinder nicht benachteiligt werden. Und das ist das Wichtige und darum geht es. Und deswegen muss man die Schulen unterstützen, aber nicht Kinder wegschicken. Was soll denn der Unfug? Was soll denn der Unfug? Wollen Sie jetzt Kinder aus Kranenburg, übrigens heute die Statistik, IT-NRW hat das ja wunderbar, nein, ich möchte gerne weiterreden. Heute hat die Statistik noch mal deutlich gemacht, wir haben einen Migrantenanteil in Kranenburg an den Schulen von 33,3%. So, bringen wir die jetzt nach Brakel, weil da nur 2,6% sind oder vielleicht noch ins ostwestfälische Borgentreich mit 2%. Das ist doch Unfug. Es ist Unfug, was Sie hier in diesem Antrag zusammengebracht haben. Und mit Bussing und Verteilung, so ist das genau die Frage. Das geht so nicht. Das ist nicht zielführend. Und
Sie müssten schon fachlich arbeiten, damit man Sie überhaupt mal ernst nimmt in Ihren Anträgen. Hier geht es um Emotionalisierung gegen Menschen. Hier geht es um Ausgrenzung. Das ist sehr deutlich. Ich bin dankbar, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen das auch so sehen und dass wir gemeinsam diesen Antrag ablehnen werden, aber natürlich der Überweisung zustimmen.